Hallöchen, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal. Ihr seht, meine Hand ist aufgelegt. Das heißt, ich habe hier wieder was zum Auspacken. Ja, ich habe ein Tauschpaket gemacht mit der Lieben. Ich muss es jetzt mal ablesen. Claudia weiß ich, aber der Name für Instagram. Claudine87. Ich verlinke sie euch unten in Infobox, wenn das geht. Wenn nicht, schreibe ich einfach einen Namen rein. Ja, sie hat mich angeschrieben, mich gefragt, ob ich denn auch mal Interesse hatte. Ein Tauschpaket habe ich ja auch schon gemacht mit Zuschauerinnen, die natürlich keinen YouTube-Kanal haben. Und dann bin ich, bei Tauschpaketen eh immer sofort dabei. Ich habe gesagt, klar, können wir gerne machen. Ja, so haben wir uns ein Tauschpaket geschickt. Und ich würde sagen, fangen jetzt mal an auszupacken, oder? Ich bin bei ihr gespannt. Sie zeigt es natürlich auf Instagram. Und ja, ich zeige es jetzt hier. Und es ist super schwer. Ich habe... Oh mein Gott. Es ist so schwer. Ich, Claudia, ich hoffe, du hast jetzt hier dich an das Limit gehalten. Du, Limit, du. Ja, wir haben jetzt hier oben was drin. Die Welt im Überblick. Eventuell etwas für Monique. Okay. Eventuell etwas für Monique? Okay. Wir schauen mal. Ich habe meine Sachen auch eingepackt. Also wir haben jetzt kein Thema gehabt und so, ne? Für Notizen, eventuell wohin der nächste Urlaub geht. Das finde ich cool. Nicht, wo der nächste Urlaub geht, aber ich brauche sowas immer für meinen Kanal hier. Ne? Ideen für Videos und sowas, alle, wenn die sprudeln. Super, danke. Also das kann ich immer gut gebrauchen, sowas. Dankeschön, Dankeschön. Und jetzt, ich packe das alles mal hier so hin, im Hintergrund. Dann haben wir mein Kosmos-Kartenset mit 350 Stickern und 3 Postern. Welt, Europa, Deutschland mit Österreich und Schweiz. Das ist mal interessant. Okay, das ist mal interessant. Sowas ist eher was für einen Experten. ich muss mal eben mein Handy weglegen. Nicht, dass ich das noch runterschmeiße. So, hier kommst du hin. Ich brauche nämlich Platz. Ich brauche viel Platz. Ja, was ist denn jetzt da genau drin? Wartet mal. Ah, oh, das finde ich cool. Weltkarten. Ha, guck mal. Oh, alter Vater. So Weltkarten. Das finde ich cool mit... ja, Deutschland, Bundesländer, die hinten drauf stehen, Schweiz, die Kantone und Österreich, die Bundesländer. Das finde ich cool. Danke. Das ist echt mal eine geile Idee, ne? Ja, das finde ich geil. Dann haben wir das noch. Dann haben wir hier Europa. Ist auf jeden Fall eine Europakarte. Und Deutschland, Österreich und Schweiz, denke ich mal. Ich glaube, ganz ehrlich, da hänge ich mir eins hier an meinen Spiegel, an meinen Schrank. Das finde ich cool. Und dann haben wir hier noch solche Aufkleber, wo wir als, wo man hinreisen will, oder hingereist ist. Das finde ich echt cool. Ha, das habe ich noch nie gesehen. Geile Idee. Dankeschön. Und dann werde ich mir die Karte nämlich hier so hinmachen. Und dann kann man sich aufkleben, wo man schon war und sowas. Alle. Das finde ich mega. Das ist natürlich das, was für mich, hallo? Da kann ich eher was mit anfangen wie Monique. Es ist einfach so. So, wir haben hier noch was Eingepacktes. Kam bei mir leider nie zum Einsatz. Okay, das ist groß. Süß. Geil. Törtchen und Dessertständer. Kam leider bei mir nie zum Einsatz. Für 13 Törtchen. Und dann habe ich noch und ein Cupcake-Kochbuch. Ja, ich habe immer viel gebacken, ne? Aber jetzt auch nicht mehr so, seit ich hier YouTube mache. Habe ich da meine Schere? Ich will das mal eben gucken, weil ich habe da eine andere Idee für diesen Torten- und Dessertständer. Ja, ich glaube, das werde ich genau so machen. Weißt du, was für eine Idee ich habe? Oder wisst ihr, was für eine Idee ich habe?
meine ganzen Spongebobs, die liegen hier in der Schublade. Und die kann man eigentlich so schön hier reintun und zum Trocknen und so. Kann man die da drauf tun? Finde ich geil. Werde ich auf jeden Fall zusammenbauen und dann schauen. Also das würde ich jetzt einfach mal damit machen wollen. Warum nicht, ne? Aber die Cupcakes finde ich geil. Ja. Und Cupcakes sind schon lecker, ne? Ja, ich sage ja, ich habe viel gebacken, aber jetzt leider nicht mehr. Dann habe ich von Ghoul hier drin ein Shampoo. Dauerhaft 250 Milliliter. Silberglanz und Pflege. Das finde ich cool. Dankeschön. Das ist schön. Mal gucken, wie das riecht. Ghoul ist sowieso gut, ne? Oh, das riecht sehr gut. Also ich mag Ghoul. Ja, das ist echt toll. Und passend dazu natürlich auch die Spülung. Das finde ich echt. Anti-Gelbstichkur. Super, steht auch neu drauf. Silberglanz und Pflege. Anti-Gelbstich für graues und blondes Haar. Das ne, für mein Haar optimal. Dankeschön. Dankeschön. Ui, guck mal, was hier alles noch drin ist. Oh, Haarklammern. Nein, Gummis. Für Tauschpakete als Zugabe. Tauschpakete? Hallo? Nee. Das ist meins. Ich brauche sowas. Finde ich nämlich geil. Ja. Haarbänder. Die Haargummis trage ich nämlich gerne auf der Arbeit. Und das finde ich auch eine geile Idee, ne? Diese Spange drumherum. Dankeschön, Claudia. Dankeschön. Dann habe ich... Was ist das denn? Ach so. Leider zu gelb für mich. Oh, okay. Ja, wir haben ja gesagt, wirklich Tausch-Trash-Paket. Wenn man was zu Hause hat, was man überhaupt nicht braucht, was bei allen nicht funktioniert, ne? Dann rein damit. Und... Ach du Gott. Jetzt ist der Deckel kaputt. Nein. Ich will das doch abmachen. Tesa, hallo. Von Batiste. Ab und an benutze ich auch mal gerne Trockenshampoo. Und das ist hier von Batiste Brilliant Blonde. Zweimal sogar. Dankeschön. So, also ich mache das wirklich ab und an mal gerne. Wenn ich da mal Fülle reinhaben will, dann zack und fertig. Ja, wollen wir mal ausprobieren. Und das bringt mir einfach mehr Fülle ins Haar. Ja, und riecht gut. Deswegen benutze ich das ab und an mal ganz gerne. Danke. Und wenn es natürlich für die liebe Claudia dann zu blond ist, ist es ja blöd, ne? So, dann, aha, siehst du, wenn wir vom Teufel reden, ein SpongeBob. Ein SpongeBob, der darf bei mir einziehen. Gerne, gerne. Und ich werde das dann mal ineinander bauen, Leute. Ich bin gespannt. Dann, ja, soll ich dir mal was sagen? Ich habe fast dasselbe in der Hand gehabt, aber als Bodylotion. Aber das habe ich nicht reingetan. This Shower Gel is Bananas. Leute, das riecht so geil nach Banane. Das ist nämlich von Action. Meine Fresse. Das riecht so geil nach Banane. Hier gibt es nämlich auch eine Bodylotion von. Aber ich freue mich natürlich über das Duschgel. Ich glaube, wir haben 11 Uhr. Heute ist Weltsirenenprüftag oder so. Irgendwie so, ne? Ja. Geil. Geil, geil, geil. Freue ich mich drauf. Dann habe ich hier drin noch von Garnier Fructis Hitzeschutz und Pflege. Wunderöl. Das ist natürlich gut, wenn ich mir meine Locken mache. Ja, da kann man angereichern. Also vor dem Föhn oder Hitzestyling schützt das Haar, das Öl. Schützt das Öl das Haar. Schützt das Haar das Öl. Natürlich. Und pflegt es gleichzeitig. Während des Tages bändigt es Fritz. Und schenkt Seidigkeit und Glanz. Also das kann man immer dann schön machen, wenn man dann föhnt oder halt Locken macht oder so. Ne? Dankeschön. Das finde ich so. Jetzt geht's ab, Mitte. Jetzt geht's ab hier. Leute. Test. Natürlich klasse, dass ich jetzt mal Video hier mache. Ne? So, dann habe ich hier noch drin von iCrush. Ach, guck mal. Nein, hier ist so viel. Wie süß. Das ist auch ein Armband. Och nee. Guck mal, wie süß die sind. Guck mal, wie süß die sind. Die Ohrringe, die Herzchenohrringe, so Steckis. Und dann in diesem Holzbrett drin. Och Gott, nee.
Also das Holzbrett, das muss ich behalten. Das ist ja geil. Das ist ja so toll. Dann habe ich hier noch mehr. Oh, die sind auch schön. Das war eben zurechtbiegen, der war schief. So, das sind so kleine, also unsere Sirenen funktionieren, so kleine Sternchen, Stecker. Dankeschön. Das ist toll. Und dann haben wir hier ein Armband. Das ist sehr filigran. Sehr filigranes Armband. Dankeschön. Und dann haben wir hier ein Armband, das finde ich echt, das finde ich geil. Das finde ich richtig geil. Guckt euch das mal an, mit so einem Magnet. Und den Babs hier drum und dann machst du einfach das Magnet zu und dann hast du hier ein wunderschönes Armband mit so Kugeln. Also das ist schön, ne? Das lasse ich jetzt mal um. Das finde ich wunderschön. Dankeschön. Das ist toll. Die Ohrringe, ne? Diese Herzchen-Ohrringe mit diesem Holz. Ich finde es super. Ja. Dann habe ich hier drin von Isadora Build-Up-Mascara Extra Volume ist noch zu. Die kenne ich noch nicht. Habe ich noch nie gehabt. Oder habe Isadora? Kann schon mal sein, dass ich was gehabt habe davon. Aber auf jeden Fall nicht die Mascara. Danke. Das ist gut. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Ich muss hier vorne hin stapeln. So, dann habe ich von Downtown Paris Mietzellengel. Das ist gut. Danke. Das habe ich nämlich leer gemacht. Und das habe ich für meine Reinigung genommen. Und das finde ich klasse. Ja, das war echt gut. Danke. Dann kann ich mir das wieder ins Bad hinstellen. Meins ist nämlich aufgebraucht. Dann habe ich hier ein paar Parfümproben drin. Auch schön. Schöne Idee. Warte mal, was ist das? Mach mal auf. Komm schon. Komm schon. Was haben wir denn da? Was bist du denn? Entschuldigung. Da habe ich einmal von Carlo Colucci. Carlo Colucci. Ich denke mal, die Claudia wird auch nichts dagegen haben, wenn ich was weitergebe, was mir jetzt nicht gefällt. Das ist für einen Mann. Das ist für einen Mann. Dann haben wir Expression Eau de Toilette Naff Naff. Och, Naff Naff kenne ich noch von früher. Okay, das riecht sehr, naja. Aber soll ich dir mal was sagen, liebe Claudi? Ja? Ich weiß ja nicht, sag mal Claudi, Claudia. Dann habe ich hier noch von Ed Hardy, Love Luck. Ich werde das in meinen und George Boss, Hugo Boss und Bambi Let's Dreams. Ich habe jetzt nichts gebraucht davon. Werde das wieder hier in die Tasche packen. Und das werde ich nämlich nehmen für Ende des Jahres, wenn ich meine Probenverlosung mache. Ich finde, da passt das richtig gut rein. Dankeschön. Und das finde ich echt cool. Danke. Haha. Also, wenn du nichts dagegen hast, liebe Claudia, ne? Ich hoffe. So, dann habe ich hier drin, oh, das habe ich schon, ich glaube, das habe ich schon zweimal, aber das macht nichts, von Elikia Beauty. Ein Illuminator, das ist Highlight, Gedöns hier. Ja, ist einfach so, dass am besten, ja, mischt ihr das euch mit eurer Foundation. Aber die wird dann mal in eine Verlosung wandern, weil ich habe das und das helle noch. Muss ich erstmal leer kriegen, ne? Dann habe ich hier, oh, das ist, ja, das ist toll. Oh, das Showergel, das habe ich leer gemacht. Das fand ich richtig, richtig gut. Uhuhu, danke. Oh, das war ein toller Geruch, eine tolle Pflege. Danke, das habe ich leer gemacht. Das war, da war ich von begeistert. Das fand ich gut. Dankeschön. Ohoho, wieder was für. So, ich habe noch ein Lippi hier. Von Love Matte Devotion Non-Transfer. Also das sind aber mehr wie 15 Sachen, ne? Hallo? Na. No? Der Love Lippenstift? Mehr wie 15 Sachen. Hallo. Dann habe ich hier von Tough Power. Oh, das ist geil. Das ist was für einen Experten. Der benutzt sehr gerne Haargel oder nur Haargel. Ja, da wird er sich freuen, wenn ich ihm das hinstelle. Danke. Dann machen wir hier weiter. Gefüllte Eier. Oh, Pfefferminze. Okay. Osterfantasie. Ich weiß nicht, also David isst ja gerne After Eight. Ob er die wohl isst? Ich probiere es mal aus. Ich stelle ihn die mal hin. Mal gucken, was er dazu sagt.
Dann haben wir hier, oh, guck, das Shampoo. Aloe, ja, das Shampoo mit den Bananas. Da hatte ich jetzt Schuhergel. Das riecht so mega. Geil. Dankeschön für das Shampoo. Ich finde das geil. Das riecht wirklich da wie dieses teure von Garnier, ne? Ja, aber kriegt ihr günstiger, ne? Beim Action. Geht mal gucken. So, dann, guck mal. Die Katzen. Dann habe ich hier was drin von Revolution. Eine... Was ist denn das? Was bist du denn? Eine Feuchtigkeitscreme von Revolution. Interessant. Okay. Okay. In lila? Alles klar. Ich weiß nicht. In lila habe ich noch nie gesehen. Okay. Wie Gott sei Dank nicht lila. Gut, der Geruch ist jetzt nicht, sagen wir mal, so optimal. Also, er wird dann neutral. Aber nicht irgendwie so ein süßer Geruch oder irgendwie sowas. Ich probiere die gerne mal aus. Ich bin gespannt. Bakuchiol Moisture Cream. Danke. Ich bin ja für Neues immer offen. Wenn ich es natürlich nicht vertrage, ist das noch was anderes. Aber ich probiere gerne aus. Dann habe ich hier was drin von, ich glaube, das ist da von der My Little Box, ne? Ja, von der My Little Box. Was haben wir denn da drin von der My Little Box? Oh, ein Pinsel. Toll. Guckt euch mal den an. Hatte ich den auch? Ich glaube, den hatte ich gar nicht. Der ist aber schön. Danke. Danke. Der wird sich bei mir wohlfühlen. Ist der so leicht angeschrägt? Nee. Ach, toll. Dankeschön. Ein Pinsel. So, weiter geht's. Ach, Leute, das ist doch viel zu viel. Mensch, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Oh, guck mal, da wird die Schnecke sich freuen. Aus früherer Erfahrung weiß ich, dass Stubentiger manchmal sehr wählerisch sein können. Das stimmt. Einmal Dreamies, aber die Katzen mögen die. Also das ist mit Huhn. Ja, die Schnecke, ja, wählerisch sind sie wirklich. Ey, das ist grausam. Dann, oh, ich habe Zahnpasta hier. Ha, morgens Aronal, abends Elmex. Geil, ja, warum nicht? Hier, gucken euch meine Zähne da irgendwie bunt habt vor meinem Lippenstift. Warum nicht? Finde ich geil. Danke, du brauchst täglich Zahnpasta. Und ich finde auch, sowas ist geil für ein Trash-Paket. Ja, weil das einfach für die tägliche Pflege. Und Aronal und Elmex sind geil. So, jetzt machen wir mal die erste Pause hier. Und dann bin ich gleich wieder für euch da. Guten Tag zurück. So, weiter geht's. Was haben wir denn hier noch von Babor? Oh, hallo. Eine Handcreme von Babor. Ich hatte mal eine. Die habe ich auch leer gekriegt. Und die war richtig toll. Und das ist einmal diese. Du bist verrückt, das ist zu viel. Mensch, wir haben uns doch... Was habe ich denn hier, eine Beule? Wir haben uns doch geeinigt. 10 bis 15 Sachen und dann kommt so viel. Hallo. Mhm, geht. Die riecht ein bisschen blumig, ja. Oh, zieht auch schnell ein. Finde ich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Handcreme musst du immer haben. Ich habe jetzt auch mal echt eine leer gemacht auf meinen, die steht immer auf meinem Wohnzimmertisch. Ja, bin auch froh drum. Aber ich brauche die jeden Tag. Essence Repair and Protect. Oh, eine Handcreme von Essence. Kenne ich noch gar nicht. Es gibt wirklich Sachen, die ich noch nicht kenne. Oh, die ist reichhaltig. Die ist reichhaltig auch. Hallo. Riecht wie eine Handcreme nun. Also nicht irgendwie, keine Ahnung, hier steht mit Kokosnussöl und Shea Butter, aber zieht auch wunderbar ein. Aber nicht irgendwie, dass das so quietschig süß riecht oder so. Sehr angenehm. Danke. Danke, danke, danke. Also ich bin versorgt. Versorgt. Dann habe ich ein Primer, Hydrating Primer, Skin Refreshing. Muss ich gucken, ich glaube, den habe ich. Obwohl ich ja eigentlich gar nicht so viele Primer habe. Kann das? Nee, ich glaube, den habe ich nicht mehr.
Ich glaube, den habe ich nicht mehr. Dankeschön. Ich glaube, den habe ich mal irgendwie weitergegeben. Aber ich probiere den gerne nochmal aus unter Make-up. Wer weiß, ne? So, dann habe ich hier von Isana feste Gesichtsreinigung. Das finde ich nämlich auch cool. Extra Milch Pflegeformel mit Shea, Kakao und Mangobutter. Dass man das mal ab und an nimmt. Oh, die riecht gut. Ja, die riecht sehr gut. Danke. Einmal von Isana. Die Gesichtsreinigung. Ja, man hat auch immer nur flüssig Gesichtsreinigung. Warum nicht feste, ne? Lege ich mir sofort dahin. Dann haben wir Aromasprudelbad. Das wird bei uns immer gerne genommen. Entspannung pur mit Melisse. Ja, wir sind ja alle hier so Badefreaks. Obwohl es jetzt wärmer wird, nicht so. Aber so, einfach. Oh Gott. Weil ihr drei einfach... Das ist so eine schöne Idee. Guckt mal. Weil ihr drei einfach wunderbar seid. Ach, du bist ja verrückt. Der Kakao-Karamell-Riegel. Da wird sich der Experte freuen. Das lege ich Ihnen hin, aber mit dem Zettel drauf. Ne? Geile Idee. Super schöne Idee. Finde ich geil. Ah! Ja, bitte ein bisschen Pipi in die Augen. Dann haben wir hier... Ui. Hallo. Dark Chocolate Almond Sea Salt. Meine Herren, ist das eine Schoki, ha? Die riechen die Experten auch mal. Mal gucken, ob er die mag. Zartbitterschokolade mit Mandeln und Salz. Hallo? Wow. Naja, man muss ja immer mal auf was Neues probieren, ne? Weil ich glaube, so was habe ich noch nicht. Dann haben wir... Oh, oh. Ist hier was ausgelaufen? Oh, oh. Das ist für jeden ein... Das ist für jeden ein Platz frei. Egal, ob menschlich oder tierisch. Was ist hier ausgelaufen? Oh nein! Oh, kaputt. Scheiße. Mann! Post! Bisschen auf, Mensch, Idioten. Ich kann mich drüber aufregen über sowas. Schmeißt doch nicht immer Sachen, Mensch, die euch nicht gehören. Ah, toll. Liebe Claudia, da tut mir richtig leid, ne? Ich muss mal eben den Akku wechseln, aber guck mal. Scheiße. Ist kaputt. Ach, Mensch, danke aber, ne? Aber ich finde das unmöglich, wenn mit den Sachen so umgegangen wird. Tut mir leid. Das macht man einfach nicht. Dann gehen die mit fremden Leuten Sachen so um. So, ich muss mal eben meinen Akku wechseln und bin gleich wieder da. So, gut, dass ich zwei Akkus habe. Puh. Aber das ist echt, echt schade, weil das ist so ein wunderschöner, wunderschöner Rahmen. Ach, Mann, da hätte ich so schöne Sachen reingetan und dann hingestellt. Auf jeden Fall danke, danke, Claudia, danke. Aber, Mann, ey. Aber das ist ja nicht das erste Mal, ne? Ich weiß nicht, ob die Pakete schmeißen oder was. Ich finde einfach, das gehört nicht. Man muss doch... Nee. Backup für den Experten. Ich glaube, da ist Axe drin. Axe! Der Experte freut sich! Ich gehe mal über Axe. Was haben wir da? Oh. Axe Epic Fresh. Ja, da wird er sich freuen. Wenn ich sage, du hast auch was im Trash-Paket gehabt, Tauschpaket, Achse, dann freut er sich einen Keks. So, oh. Das war nur, das war nicht so schlimm. Dann habe ich hier noch, oh Gott, Claudia, für die ein oder andere Notiz. Sehen natürlich auch niedlich aus, das stimmt. Das stimmt. Oh Gottchen, nee, so Cupcakes. So, ja, ich brauche immer mal solche kleinen Zettel auch zum Einkaufen. Süß, ne? Vier Stück davon. Oh, die sind goldig. Das finde ich geil. Und so brauchst du noch was zum Schreiben, Notizen. Dann haben wir hier jetzt noch so drei Sachen. Zwar nicht das Original, Funst aber trotzdem. Parfüm. Nee, Forero. Was ist das? Ist das Parfüm? Nein, das ist ein Cleansing für, also Gesichts, was ist das?
Das revolutionäre T-Sonic-Gesichtsreinigungsgerät. Sanfte und hygienische Silikonbürste. USB-Wiederaufladbar. Einmal in 5 Monaten. 2 Jahre Gewährleistung. Ah, okay. Das kenne ich gar nicht. Das ist so ein Gesichtsreinigung. Genau, der vibriert, ne? Oh. Oh. Wo willst du... Hallo? Das ist ja wie der Heiz. Der ist jetzt volle Pulle. Den kannst du auch für andere Sachen nehmen. Oh, den probiere ich gerne aus. Ist der wasserfest? Cool. Und hier ist, glaube ich, das Ladegerät drin. Ne? Ach, Wahnsinn. Bist du wahnsinnig? Das ist doch viel zu teuer. Luna Mini 2 Fuchsia. Creme drauf, dann nass machen, dann ein... Oh. Finde ich cool. Wow. Tiefe, aber sanfte Reinigung an Schmutz, Öl und Make-up-Rückstände entfernt für alle Haut und Greif. Dankeschön. Du bist ja wahnsinnig, das ist doch zu viel, Mensch. Ich habe ein schlechtes Gewissen jetzt. Das finde ich cool. Finde ich echt cool. Ich kenne das Original gar nicht. Ja, ich kenne auch irgendwann mal nicht, ey. Damit hast du bestimmt mehr Spaß als ich. Ich weiß es nicht. Wollen wir mal gucken. Mit einer Palette. Oh, oh, von Zoeva. Ultra Schimmer Palette. Oh, meinst du, ich habe da mehr Spaß mit? Oh mein Gott. Ich guck mal da rein. Oh. Hoppala. Nein, 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 nein. Ach du Gott, oh Gott. Ich gehe da mal eben kurz drüber hier. Ja? Was sind das für kleine süße Fännchen? Guck mal, du hast hier nur Schimmer drin, du bist bekloppt. Ja, das ist was für mich. Natürlich ist das was für mich. Das Bunte. Wow. Wow. Finde ich geil. Danke. Cool. Cool, cool, cool. Oh, ich glaube, wir haben hier einen Stift verloren. Vorsichtig mit dem Deckel. Ganz vorsichtig. Aber finde ich mega. Danke. Da kann ich bestimmt den einen oder anderen schönen Look rausschminken. Warte mal. Na, irgendwie ist der Deckel hier abgehauen. Ja, es ist Maria. Ist denn das hier? Okay, wir machen den Deckel jetzt einfach mal so da drauf. Und ja, die wird auf jeden Fall mal hier gezeigt, ne? Danke. Du bist wahnsinnig, das ist doch so viel. Ich habe immer noch was. Oh Gott. Eine Box, die schwer ist. Happy Girls are the prettiest. Hier ist auch eine Karte. Yay, ich habe eine Karte gefunden. Liebe Steffi, mich hat wirklich sehr gefreut, dass du zu unserem Trash-Tausch-Überraschungspaket zugestimmt hast und offen dafür warst. Ich habe dir ja schon gesagt, wie sehr ich deine Videos liebe. Gerade auch, wenn die Welt manchmal nicht so recht zu ertragen ist. Unzensiert und ungeschnitten, nicht käuflich. Nur manchmal. Bob Expert. Und zu 100% frei raus. Fröhlich und ehrlich. Wenn du dann noch Gastauftritte von Monique oder dem Experten hast, absolut hinreißend. I love it. Ich hoffe, du hast Spaß an einigen Sachen, sonst tauscht sie einfach weiter. Liebe Grüße, Claudi. Dankeschön. Also doch, Claudi. Yay. Dies und das für jeden was. In der pinken Boxe. Maske time. Isana Tuchmaske Kollagen Booster. Das werde ich geil aussehen. Gorilla La Face Sheet Mask. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Ja. Oh Gott. Affengesicht. Facial Sheet Mask. Da werde ich ein Eisbär sein. Ich werde ein Eisbär sein. Dann, ach ja. Das kommt ins Bad natürlich. Isana Badesalz Traumzeit. Entspannendes Badesalz mit Lavendelöl. Dankeschön. Und Vanilleextrakt. Coole Mischung. Dann Mondschein. Ach, ich habe Mondschein gelesen. Nee, Mond. Klatsch. Mond. Dudul.
Für ein warmes oder kühles mit Forellen? Warte mal, was? Natürlich, das Pflegebad lässt sich auch bei kalten Wassertemperaturen anwenden und bietet eine entspannende Alternative zur kalten Dusche. Aber kalt baden? Oh. Na. Dann habe ich Luftballons. Alouette, 4 Luftballons, Einhorn. Oh, mit Einhorn drauf. Bitte, danke. Das kann man für Monique zum Geburtstag. Dann habe ich noch ein paar. Also ich bin mit Haargummis versorgt. Danke. Wow, und dann so Neon. Das ist ja cool. Ja, da sieht man mich auf der Arbeit. Dann habe ich noch einen Pinsel. Oh, oh mein, oh mein. Das ist so viel. Du Lümmel, du. Ein Einhornpinsel. Der ist schön, ne? Ja. Mein du Lümmel, du. Ich hab nur so 15 Sachen geschickt. 17. Mensch, mach mir doch ein schlechtes Gewissen. Also, ich habe hier einen Make-up-Schwamm. For Your Beauty Kosmetik von Rossmann. So einen habe ich noch nicht ausprobiert. Da bin ich mal gespannt. Ist so eine Sache. Weiß man nicht. Dann eine Nivea-Creme. Eine Nivea-Creme. So eine kleine. Das ist süß. Danke. Dann vielen Dank für die Blumen. Ist das ein Buch? Oh. Och Mann, guck mal. Ist das süß? So ein kleines Büchlein. Da stehen dann so vielen Dank und dann von für. Ach, guck mal, manche Menschen machen die Welt besonders, indem sie einfach nur da sind. Indisches Sprichwort. Da sind so schöne Sachen drin. Ja. Hm. Dankeschön. Ach, guck mal, noch eins. Glück schmücke deine Tage. Glück hat auf Dauer doch zumeist nur der Tüchtige. Ja. Auch nicht immer. Dann habe ich noch Hoffnung ist ein Regenbogen. Wo ein Adler nicht fort kann, findet eine Fliege doch 10 Wege. Ja. Und das sieht einmal so aus. Das ist süß, ne? Finde ich total süß. Und dann haben wir hier ein Pocket Quiz. Gedächtnistraining. 50 Konzentrationsübungen. Jawolski. Das finde ich, ich mache sowas gerne. Ich finde das irgendwie geil. Ich mache das gerne. Ja, das ist was für uns. Sowas machen wir gerne. Echt cool. Danke. Danke, danke, danke. Weiß nicht, ob man das vor der Kamera machen kann. Wollen wir mal gucken. Dann haben wir ja wieder so Mehrteiler mal. Mit Experten. Dann habe ich hier noch drin von Bio Vegan eine Bio-Hanf-Lippenpflege. Also eine Hanf-Lippenpflege hatte ich auch noch nicht. Dann habe ich noch, ach, die finde ich cool. Die finde ich cool. Die mag ich. Da habe ich noch 2 irgendwo gehabt jetzt, ne? Dann habe ich hier noch ein Haargummi You Are Beautiful. Dann My Little Beauty Smooth Criminal. Ja, den nehme ich als Highlighter. Den habe ich nämlich auch. Also ich sortiere da mal, was in eine Verlosung geht, in eine Steffi-Box mal weitergeht. Gua Sha Stein, ein Hurra! Oder mal ins Trash-Paket. Dann, was ist da denn drin? Oh mein Gott. Och, ein Schutzengel. Oh Gott, nee, wie schön. Der kommt natürlich im Hintergrund, ne? Das ist süß. Ein Schutzengel. Na komm. Ich möchte ich doch zeigen. Oh, ein Schutzengel. Der ist süß. Danke. Schutzengel kann man nie genug haben. Eigentlich reicht ja nur einer. Der ist süß. Der kommt wirklich in meinen Hintergrund. Dann habe ich hier noch ein Lippenpeeling-Stick von River Loves Me. Okay. Da sind aber ganz kleine Peeling-Stückchen drin. Da bin ich mal gespannt. Den probieren wir gerne mal aus hier, ne? Dann noch eine Lippenmaske Shea Butter. Die ist richtig gut. Die habe ich nämlich auch schon. Ja, was gibt's so? Steffi hat alles. Steffi hat alles. Aber die ist gut. Die ist sehr pflegend, duftet gut. Ja. Und mit dem Peeling zusammen finde ich dann super. So, weiter geht's. Hier sind wirklich viele, viele Kleinigkeiten. Noch ein Pinsel. Oh, das ist aber schön. Ein schöner Pinsel von Essence. Guck mal, wie schön klein und so schön lila-schwarz. Der gefällt mir.
Ja, für würde ich den nehmen. Genau. Für würde ich den nehmen für einen Highlighter. Ja. Dann von Victoria's Secret. Velvet Matte Cream Liquid Lippen Stift. Victoria's Secret. Hallo. Na, jetzt wird's aber hier. Oh, okay. Oh, was für eine schöne Farbe. Ich bin ja nicht so der Matt-Fan, aber ich probiere natürlich gerne aus. Guck mal da. Da hat schon eine schöne Farbe, ne? Ist schön. Dann einmal eine Haarkur Arganöl. Manche Lippen, ich finde ja, manche matten Lippenstifte kann man schön tragen. Die sind auch dann nicht so furztrocken auf den Lippen, ne? Dann habe ich hier noch von Catrice einen Kohl-Kajal-Stift. Ich denke in schwarz. Ja, in schwarz. Dann habe ich hier von NYX Eye Pencil. Okay, einmal in Joghurt und einmal in Bronze. Den probieren wir doch gerne mal aus, ne? Da machen wir doch mal ein Lückchen mit. Dann von Douglas. Ein Lippenkonturenstift, du bist verrückt, das ist auch viel zu viel, Mensch. Hast du denn jetzt auch noch was zu Hause oder soll es mir geben? Von Manhattan, ein Lippenliner. Dann X-Eye Things Lashes Mascara von Rival de Loop. Die kenne ich noch nicht, die habe ich noch nicht. Wahnsinnig. Longlasting Eyeliner in Nude von Rival Loves Me. Schätzelei. Das ist doch Wahnsinn. Dann ein Abschminkpad, würde ich sagen. Ne? Ach, guck mal. Die Mausi. Diese Mausi. Diese Mausi. Die Mausi und Schnecke und die Pursche. Für Katzenfreunde. Oh. Weil sie dich schon hört, wenn du noch ganz weit weg bist. Das stimmt. Weil sie dir freudig entgegenläuft, wenn du nach Hause kommst. Das stimmt auch. Das meinte sonst keiner. Denn das bedeutet, jetzt gibt's Futter. Toll. Jetzt war ich gerade, habe ich gerade Pipi in die Augen gehabt. Jetzt ist Pipi in die Augen weg. Ja. Danke. Oh, danke. Das ist schön. Hallo? Ah, Emma, der kommt wie gerufen. Der kommt wie gerufen. Monique braucht einen neuen Schlüsselanhänger. Aber geil, danke. Brauch sie unbedingt. Ja, wie gerufen. Haben wir Knicker? Nee, ich dachte, das wäre ein Knicker. Ach Gott, nee. Ah, das sind so Mupfeln. Muscheln. Muscheln. Das ist schön. Die kommen da vorne hin als Deko auf meinen Schrank. Das ist trotzdem zu viel. Du bist ein Lümmel. So, und hier haben wir noch... Ah, hier habe ich noch einen kleinen Pinsel. Kleiner Pinsel. Dann haben wir hier noch das letzte Säckchen. Dann bin ich fertig. Oh. Und dann habe ich hier noch einen Teddybären. Ich glaube, das ist so einer, wie wir früher hatten. Haribo-Teddybär, ne? Und einen Anhänger, einen Schlüsselanhänger mit einem Einhorn. Ja, da kann sich Monique aussuchen. Vielleicht nimmt es auch beide. Obwohl, den kannst du ja auch hier, ne? Obwohl, das ist so ein Hand. Nee, das eher so als Anhänger, ne? Für die Kette. Früher hatten wir diese, kennt ihr noch diese dicken... Ach, waren das so Lollis? Nein, so, die sahen aus wie Lollis. Nein, das ist so Nuckel. So Plastiknuckel. Ach, furchtbar. Liebe, liebe Claudia. Claudi. Bist du des Wahnsinns fette Beute? Bist du denn verrückt? Das ist doch viel zu viel. Wir machen ein Tauschpaket und die hält sich nicht an die Sachen. Du bitte Lümmel. Ich hab doch gesagt, so und so viel und so viel Sachen. Das ist viel zu viel. Und ich habe mich genau wieder an alles gehalten, weil ich immer denke, wenn es der andere auch macht, dann... Naja, man ist ja immer ein bisschen übers Budget, aber das ist so viel zu viel. Du bist verrückt. Aber Dankeschön. Ja, für alle war es dabei. Wir freuen uns. Wir freuen uns alle darüber. Da muss ich erstmal nachher Experten und Monique zeigen, wenn die nach Hause kommen. Danke, liebe Claudi. Du bist verrückt. Das war hier wieder ein langes Sonntagvideo. Ich werde jetzt alles wegpacken. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Nachmittag, wunderschönen Abend. Danke fürs Zusehen. Und ja, wer ein Tauschpaket machen will, darf sich gerne melden. Ja, und dann schauen wir mal weiter, ne? Meine Lieben, bis dahin und, oh je,
Danke nochmal, liebe Claudia. Dankeschön. Und danke für die netten und tollen Worte. Und weil du ja gesagt hast, ne, ich gucke, was ich doppelt habe, das gebe ich dann auch gerne wieder weiter. Dankeschön. Aber ich freue mich schon auf einige Sachen zum Ausprobieren. Und die ich jetzt im Backup habe. Und. Also, bis denn. Macht's gut.